Freunde sagen, ich sehe aus so wie R-E-W-I-N-F-I-D-E. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Meine Freunde, ich muss jetzt erstmal ganz ehrlich zu euch sein, ja? Ich habe lange überlegt, muss ich das überhaupt machen? Mache ich das überhaupt? Und da Sascha es irgendwann mal in den Stream geleakt hat und mich seitdem Leute konstant nerven und meine Video-Reviews gerade echt ziemlich down sind, dachte ich mir, okay, ich wage den Schritt, Leute. Viele wird es vielleicht interessieren, viele vielleicht nicht, ist mir scheißegal. Ich möchte euch ganz kurz mein neues Auto präsentieren. Gönnt euch diesen kleinen Carport! V8 Bit-Turbomotor. Nein, bitte nein, nicht. Ich mach so Geschwindigkeit wie John Wick. Und dann bremse ich kurz davor. Nein, Dario. Doch. Nein, Dario. Die Tür noch auf. Ich hab Angst. So, ich denke, das war's für heute. Ich sage euch, gefällt. Sehr schön. So, jetzt habe ich wieder Bock auf Autofahren. Ja, hier. Gönn dir, Dario. Was? Alles, was du brauchst. Komm, setz dich rein. Ist nicht normal, ne? Hä? Hast du eigentlich einen Einkaufswagen? Hast du ihn geklaut? Nein. Ich fahre nach Berlin, ne? Und du kannst mit dieser Kiste fahren. Nee. Der passt da rein und du schiebst und dann wechselst. Nee. Doch, wie? Nee. Ja, ich fühle mich. Leider, muss ich dir sagen, ich habe mich an, weil zu viel ein Loch gemacht. Ach, Dario, nein. Es bleibt der Speck. Ja, danke an Dario an dieser Stelle, der mein Auto dann fast dreimal heute zerstört hätte. Auch danke dafür, dass er versucht hat, hier Kratzer ranzumachen. Ganz kurz zu dem Auto, meine Freunde, das ist ein 1063 AMG, 400 noch was PS. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall ein ganz nettes Auto. Gefällt mir richtig gut. Nein, ich habe das Auto nicht gekauft, es ist geleased zu einem relativ günstigen Angebot, deshalb kann ich mir die Karre überhaupt leisten. Das würde ich wahrscheinlich dafür, weiß ich, wie viele Donations auf Twitch sammeln müssen, meine Freunde. Ich will doch gar nicht großartig rumflexen damit oder sowas. Es ging mir einfach nur darum, dass sehr viele Leute wissen wollten, was für eine Karre ich fahre. Und außerdem möchte ich noch ein paar Ankündigungen in diesem Video machen, meine Freunde. Denn ab heute startet die Vlog Week. Das heißt, ich werde jetzt konstant jeden Tag versuchen, einen Vlog rauszuballern, meine Freunde. Wir haben kranke Dinge geplant im UFO. Und ich dachte, das wäre ein ganz schöner Auftakt, einfach mal damit zu beginnen. Wie gesagt, Leute, ich glaube, das ist das erste und letzte Mal, dass ich mein Auto irgendwann gezeigt habe. Eigentlich fühle ich mich dabei wirklich echt unangenehm, weil ich finde dieses Rumgeflex immer so hier, schaut euch mal mein Auto an, blablabla. Echt unangenehm. Aber Leute, irgendwoher müssen ja die scheiß Video-Views kommen. In diesem Sinne, meine Freunde, würde ich sagen, nehme ich euch jetzt einfach mit nach Berlin und ich erzähle euch später im Verlauf des Videos einfach noch ein bisschen was zur Vlog-Week. Also, macht's gut. Ooh, baby, on the track, I'm going vroom, vroom. Try and catch me when I pull up in a zoom, zoom. Oh, nah. Don't make that call. We don't want no cars. They ain't ready for the cause. Oh, nice. Ich hab's geschafft, Leute. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind im Hotel angekommen. I'm happy about it. Wir gehen jetzt direkt aufs Gorillaz-Konzert, meine Freunde. Ich werde da wahrscheinlich nur mein Handy mitnehmen. Ich wollte noch mal ganz kurz was gesagt haben zu meinem Auto, Leute. Bevor das jetzt hier irgendwer den falschen Hals bekommt, ja. Es geht mir nicht darum, in diesem Auto rumzuflexen oder zu zeigen, ey, ich bin so ein geiler Typ, ich fahre so ein geiles Auto. Und ich bin mir jetzt schon hundertprozentig sicher, dass wahrscheinlich irgendwelche Leute rumneiden werden und irgendwelche gemeinen, beleidigenden Kommentare schreiben, die ich wahrscheinlich auch zum größten Teil verdient habe. Ich möchte einfach nur sagen, dass sich das viele Leute gewünscht haben, dass ich darüber spreche, dass ich das zeige. Und ich möchte diesem Wunsch einfach nur nachkommen. Dementsprechend habe ich das getan. Und jetzt halte ich meine Schnauze und wir sehen uns gleich irgendwo, irgendwann mit Jody irgendwo in Berlin wieder. Küss auf eure Augen. Ey, das war ja das Krasseste. Ich muss ganz ehrlich sein, Leute, der Vlog ist bis dato so inhaltlos, weil ich die Kamera natürlich immer... Warum machst du die Kamera nach da oben? Der Vlog ist jetzt so inhaltlos, Leute, weil ich die Kamera halt immer vergesse, wenn ich irgendwas mache. Wir waren ja gerade ein bisschen shoppen. Juckt ja auch eigentlich keinen, deshalb erzähle ich jetzt einfach, was jetzt gleich abgeht. Wir werden jetzt gleich... Das ist heftig, ne? Wir werden jetzt gleich hingehen, Leute, und uns ausnahmsweise mal etwas gönnen, tatsächlich. Gehen hin und werden uns eine Massage irgendwo, glaube ich, im Hotel versuchen zu essen. Und dann gehen wir auf ein Konzert, und zwar von Tokyo Hotel. Ich bin schon immer großer Fan gewesen. Vielleicht gehen wir noch feiern mit den Jungs. Weil es heute nämlich der letzte Tag der Tour ist. Damn, also wird richtig krank, oder? Ja, Mann. Ausgerastet wird, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich einfach irgendwann, irgendwo in einer anderen Dimension wieder. Yeah. Er vloggt einfach nicht, Leute. Das ist das Problem. Er hat die Kamera jetzt noch nicht mal mitgenommen. Wir sind jetzt hier, weil der blockiert Konzert. Also das Problem ist, Leute, schaut mal, pass auf. Er will einfach kann ich jetzt so Daily Vlogs machen, aber macht es einfach nicht. Und das, was er jetzt machen möchte, ist ein Q&A morgen, damit er Content hat. Also Leute, pass mal auf. Ich habe ja eigentlich geplant jetzt,
Content. Ab heute diese Daily Week, Daily Vlog Week zu starten. Und es soll auch so stattfinden. Es kommt ja ab morgen. Ich frag dich, was du morgen filmen willst, weil wir morgen 6 Stunden Auto fahren, dann noch mit deinen Eltern essen. Ja, deshalb, Leute, habe ich mir halt überlegt, dass wir noch ein Q&A machen. Das ist super, oder? Und dann startest du erst Montag. Also das erste Ding, ja, das Video kommt ja erst Montag. Das ist halt ein kleiner Fail so. Ich weiß, ich habe die ganze Zeit in Berlin nicht gefilmt. Aber ihr habt ja schon mal mein Auto gesehen, also hat sich das einfach schon mal rentiert. Also ihr habt ja eh alle Video geklickt. Wir sind auf jeden Fall beim Tokyo Hotel Konzert. Und das Ding ist, Leute, das ist einfach keine Halle, sondern nur eine Wand. Also irgendwas stimmt hier nicht. Wir gehen jetzt rein und sie freut sich. Ja. Und ich mich auch. Hey yo, what's up, what's up, what's up? Oh, this is going on. Oh, this is going on. Wie war London? Erzähl mal. Schön, aber stressig. Okay, warum hast du so kranke Augenwimpern-Dings? Ich war gerade bei Helis Lab. @helis.lab auf Instagram. Ja, ist rausgeklebt. Folgt alle rein. Kein Geld. Ja, okay, alles klar. Du, das ist eine Freundin von uns, Mann. Kenn ich nicht. Leute, ganz kurz. Jordi, die Konzertausschnitte. Schockgesell, oder? Ja, voll geil. Oh mein Gott, vor allem dieser. Und der hier. So, meine Freunde, ich sitze jetzt hier mit dem wunderschönen Thomas im Auto. Ja. Wunderschön ist anders. Ihr habt das Auto hier bereits schon gesehen. Leute, ich muss mich jetzt erstmal hier entschuldigen, dass dieser Vlog bis dato so unglaublich chaotisch ist. Ich habe von der Vlog, wie erzählt, bei dem jeden Tag ein Vlog kommt. Das stimmt wohl wahrscheinlich nicht, denn es kann auch zwischendurch mal sein, dass ein React mit Unge oder sowas kommt oder irgendwie eine Folge Who's Your Daddy oder sonst irgendetwas, meine Freunde. Trotzdem versuchen wir auf jeden Fall jetzt so viel Content zu produzieren, der irgendwie für uns möglich ist. Wir haben für morgen etwas Geisteskrankes geplant für den morgigen Vlog. Das nehmen wir allerdings heute schon auf. Das wird komplett alles zerstören können. Das könnte das komplette UFO wirklich ruinieren. Es wird so schief gehen. Wir haben so eine Wette. Er glaubt, dass es gut geht, weil er so ein paar Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, aber das wird so schief gehen. Und alle anderen sagen halt, dass es halt komplett zerstört wird. Ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt einfach mal mit, wir müssen noch ein paar Besorgen dafür machen. Wir haben ungefähr eine Stunde Zeit, Thomas, weil du gerade noch 2 Stunden kacken warst. Respekt auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir fahren los, Leute, und wir sehen uns dann gleich, wenn wir den nötigen Shit kaufen gehen. Ooh, baby, on the track, I'm going vroom, vroom. Try and catch me when I pull up in a zoom, zoom. Oh, nah, please don't make that call. We don't want no cars. Ja, Digga, diese Stadtarchitektur, Köln, ist die dümmste Stadt der Welt, weil ich muss erstmal auf diese Seite fahren, um auf die andere Seite wieder zu kommen, weil es da einfach keine Linksabbiegerspur gibt. Wer kommt auf die Idee, da ein Parkhaus hinzumachen, welches mich zwingt, erstmal auf die andere Seite zu fahren, damit ich auf der anderen Seite wieder parken kann? Das ist so dumm. Ich wollte euch nur kurz meine Sorgen mitteilen. Westside. Okay, Thomas, du musst jetzt filmen und so. Ist die Polizei? Ich kann jetzt hier nicht. Oh Gott, ich habe Angst. Oh Gott. So viel Feuerwehr, Polizei, Hilfe, schnell weg hier. Ooh, baby, on the track, I'm going room, room. Try to catch me when I pull up in a zoom, zoom. Willst du was sagen? Nee. Super. Ey, ich habe keine Ahnung, ob wir überhaupt alles finden, was wir hier brauchen, was? Wir brauchen eine Folie, Junge. Baby, du bist echt nicht die heiße Leuchte, ne? Dreh dich mal um. Blumen. Schön. Das ist ein Tisch mit Heizpilz. Kostet halt 300 Euro, aber ich wollte sowas immer mal für die Terrasse haben, aber ist ja voll schwachsinnig, weil ich eh nie Besuch hab. Yo, Thomas. Du weißt. Ich weiß. I'm a simple human. Kennst du Bioshock? Nö. Kennst du echt nicht? Schon, aber nicht gespielt noch. Mit Big Daddy? Oh, ich laufe nicht so lange planlos rum, bis ich mir irgendwann doch... Hier. Du läufst so lange planlos rum, bis du dann eine Plane hast, oder? Schaumstoffplatte? Revi. Also Schaumstoffplatte? Hallo. Wir kommen näher, warte. Hey, ich habe einen guten Witz gerissen. Ja, ich habe das einfach ignoriert. Ah. Entschuldigung. Kennen Sie sich hier aus? Nein, ich bin nicht vom Hause. Ah, okay. Sie fahren halt einen Gabelstapler, deshalb dachte ich, gut. Hör auf, meine Laufbahn zu filmen, bitte. Das ist mir unangenehm. Leute beschweren sich über meine zu engen Hosen. Zu Recht. Guck mal, hier gibt es einfach jede Drecksart von Gießkanne. Sogar die da oben, was ist denn das? Du hast jetzt so lange für die Gießkanne gebraucht. Du bist gefeuert. Man kann eigentlich diese... Nee, das kann ich gar nicht erzählen. Ich will ja hier nicht zu sehr anecken. Okay,
Jetzt, meine Freunde, kommt der zweite seltsame Einkauf. Wir haben eben schon nur random Shit gekauft. Was wir jetzt kaufen, wird noch mehr random Shit. Und für die Leute, die sich fragen, warum ich bei prasselndem Regen eine Sonnenbrille anziehe, das ist, weil da Sehstärke drin ist, dass ich meine normale Brille vergessen habe. Mach das aus jetzt. Mach das aus. Thomas, was sagst du dazu? Ist das dein Kostüm? Ist doch geil, oder? Genau. Was hältst du hiervon? Ja, das ist geil. Der Dr. Love, Alter? Auch nice. Ey, Leute müssen sich denken, was machen wir hier für ein Video? Oder schau mal, so ein Rock. Ein Tutu kommt immer gut. Ja? Ja. Oder hier so ein... Boah. Hat er noch nie Sexkostüm? Ich weiß nicht. Digga, deine Arbeitsmoral, Thomas. Ah! So, Leute, was geht, was geht, was geht? Wir haben auf jeden Fall jetzt alles gekauft. Wir durften natürlich da drin nicht filmen. Haben wir natürlich nicht. Schaut auf jeden Fall mal bei Thomas auf dem Instagram-Kanal vorbei. Da könnt ihr nämlich jetzt schon sehen, warum wir dieses Kostüm gekauft haben. Der Link ist ganz oben in der Videobeschreibung, meine Freunde. Und ich werde mich nun an das Video für morgen dran setzen. Die Vlog-Week hat damit offiziell gestartet. Es kommt jetzt alle 2 Tage, jeden Tag. Keine Ahnung, mal gucken, wie wir es hinbekommen. Ein Video auf jeden Fall mit richtig schön geplanten Sachen. Ich würde sagen, dass wir uns jetzt hier einfach verabschieden, Leute. Ich hoffe, euch hat dieses verstörende Meisterwerk, was wir zusammengestellt haben, gefallen. Und vor allem hoffe ich jetzt, dass das Parkticket nicht so teuer ist, denn ich habe nur 2 Euro dabei und es kostet 2,50 Euro. Gut, Leute. Tschüss.